ganze Wahrheit. Eine Piratengeschichte lässt sich nur auf eine Art erzählen. Ein Stück voller Musik und aufwendiger Inszenierungen. Wir haben eine weitere Piratenfolge mit Pilzgefährten und Wivern-Gefährten. Pilzgefährte, was geht ab, Mann? Und dann sind die Pflanzen, bevor wir den Bosskampf beginnen. Le Jans, er wird keine Jans haben. Ja, ja, ja. What a slide! Das ist Le Jans' Schiff. Vorsicht, er erwartet uns sicher schon. Goldene Kugel. Bei meinem lange verlorenen Bart, er hat wirklich angeheuert. Mannschaft, bereit machen, diese Knochen in die 7-10 Meere zu pusten. Es gibt keine Meere mehr. Wo führst du mich dann hin? Hier gehen wir pushen. Hier ist er! Ja, du wirst nicht lange überleben. Oder ich werde nicht lange überleben. Du wirst diesen Meeresboden nicht lebend verlassen. Ja. Hard to fight. Zurück. Beleid! Auf diesem Schiff ist kein Platz für die Lebenden. Aber wir haben uns gewiss nicht zum letzten Mal gesehen. Schließlich bist du der Schicksalsbringer. Und das Schicksal eint uns. Du findest den Schlüssel zum nörderlichen Tor in meinem versteckten Beuteraum. Du kannst ihn gerne plündern. Ich habe alle Schätze, die ich brauche. Und pass auf Polly auf! Vorwärts! Neuer Begleiter, irgendwie Polly, was ist denn dort? Das Tor ist offen! Na warte, sie singen. Es wäre echt gut, wenn unsere Lieder schöner klängen und wir tanzen unseren Eigen. Und wir segeln auf die Schone aus dem Wein. Wir segeln die Fähre mit dem goldenen Schein. Nein, weiter singen. Es klang eh gut. Seid nicht so hart auf euch. Ihr habt meine Lieder nicht gehört. Dagegen ist es viel besser, glaubt mir.
Oh. Oh, ein Sniper. Geisterschatten. Oh, jetzt will ich fast nochmal zurückschauen. Das Tor ist offen. Ihr habt es bis in die oberste Ebene des Meeresbodens geschafft. Aber jetzt liegt der dunkelste Abgrund vor euch. Wir rennen nochmal zurück. Und hupfen den Weg hinauf. Obwohl wahrscheinlich das Inner der Rückweg ist. Aber da können wir nochmal runterrutschen. Das macht doch auch Spaß, oder? Vielleicht finden wir noch eine goldene Kugel da oben. Das wäre es doch wert. Ein bisschen Blut. Das war's nicht wert. Nein, das war's nicht wert. Was macht mein Sniper für einen Schaden? Pilzgefährte hat den fahren lassen Schaden. Okay, verdammt. Ah, jetzt kann ich wieder einen ganzen langen Weg rennen. Sorry. Coming through, running through, don't mind me. Nein. Das war's nicht wert. Unser Kavalier vereint. Ich schlage auf dem Schatten zu. Und ich verpiss mich. Yeah. Ah, das wird ein langer Weg. Ihr könnt vielleicht mal 2 Minuten skippen. Wasserrutsche. Yay. Fragtere 18. Jungfer. Ah, Haie jetzt. Toll. Toll schön für euch, Haie. Viel Spaß mit meinen Tornado- und Pilzgefährten. Hey Jungs, was geht ab? Ich dachte, ihr seid am Schiff drüben. Was macht ihr hier noch? Ist das nicht eine Chance? Ah. Etwas zu sagen? Nein. Ja, ich nehme zufällige Sachen. Eindeutig nehme ich zufällige Sachen hier. Ja. Okay. Dann laufen wir halt den ganzen langen Weg. Hupf runter, ich hupf rauf. Ha! Ausgetrickst. Idiot. Auf die Idioten hier. Oder Slide. Meine Neugierde. Sie hat mir nur schlechte Sachen gebracht. Dann in die nächste Bubblehead-Zone. Denn es geht nicht ohne Bubblehead-Zone und Pilzgefährten. Ohne. Danke. Dem Schutzheiligen der kritischen Treffer. Das ist wieder ein Erdnussflip. Lisa Simpson. Ach, können wir weiter schauen noch. Wer bist du? Ich kann kaum was sehen. Du siehst unscharf aus. Markgräfin Zeller, die beste Teufelskartenspielerin der Buttersee. Du willst die Schlucht überqueren, nicht wahr? Es gibt eine unsichtbare Brücke, die hinüberführt. Aber ohne meine magische Brille kann ich sie nicht sehen. Ich habe sie an ein paar Gewundene verloren und ich weiß, dass sie mich betrogen haben. Kannst du sie für mich zurückholen?
drüben. Dann schauen wir hier rauf. Komm ich hier rüber? Nein! Nein! Oh, Mist. Oh, Mist. Dort hüpft in die Lava. Der schlechteste Axtwerfer, den ich je gesehen habe. Hüpft mal in die Lava. Ja, ja, verstehe. Soll verflucht sein. In die Lava mit dir. Das Sniper ist nicht gerade das Coolste. Ich vermache meinen Körper der Wissenschaft. Ich werde dich töten, entbeinen und wie eine Poncho. Fragen. Na, geht doch. Ich bin anscheinend Loot dann. Grün. Schusswaffen, Action Skill, warum nicht? Neues Sniper, das wir testen können. Wo war's? Hier. Halbautomatik klingt gut. Das ist mein Sniper. Ah, das ist eigentlich ziemlich cool. Das hat was. Was haben wir hier? Ah, wieder ein Sniper. Können wir Doppel-Sniper testen. Okay. So viel Money habe ich zwar nicht, aber... Rein da. Ah. Schaut verdächtig aus. Was bist du? Ich sollte diesem Phil wohl helfen. Hey, Ziel, sei nicht so gemein. Er heißt einfach nur Phil. Schon besser. Ah. Ich will noch zum Brachthof zurück, bevor ich weitermache. Mist. So viele kleine goldene Kugeln. Oh Götter, verlasset mich nicht! Ich bin Freiherr Tristrom. Ich habe meinen Glauben verloren. Hilf mir, ihn wiederzufinden. Ich flehe dich an. Ich hörte von einer Schrift, die selbst in den verkommensten aller Seelen den flammenden Glauben an die Götter neu entfachen kann. Bringen sie mir. Oh, die ganzen Nebenmissionen machen wir nächstes Mal. Geld zurück. Dann Schreinteil drin. Da drüben könnte eventuell ein Schreinteil sein. Ja, dann rein da mit uns. Wir können unsere Snipers testen. Oh. Das gefällt mir jetzt schon. Hier, was sagt das andere Sniper? Die wirken beide gut. Was ist das? Zwei gute Sniper. Das ist so typisch Borderlands. Wenn sie dir eine gute Waffe geben, geben sie... Einfacher, wenn ich ein bisschen Hilfe hätte.
Du bist vergast. Was wirst du? Das war's mit der Moni. Ich hab gerade einen Waffenslot frei bekommen. Hey! Sniper, Sniper. Todesried. Ja, ja, ja. Du hast mich besiegt! Seh meine Sterne! Keine neuen Tricks mehr bei! Blitzgefährt hat schon wieder einen fahren lassen. Das einzige Abenteuer. Quartiermeister. Ja, der Quartiermeister ist schon tot. Deine Belohnung. Verdammt, das sind alle gute Snapper. Bitte aber Blitzgefährte. Die Feuersniper braucht weniger Muni. Wo ist der Gegner, Pilzgefährte? Du rennst vorbei. Diesen Höhlendings, Dungeon-Dings, gehe ich zurück nach dem Rachthof. Ui. Muss Snipers austauschen. Ja, Feuersniper. Wär's. Komm, bestimmt. Oh. Ah. Ein Teil. Kann ich zu Brachthof teleportieren. Oder Königin, Brachthof. Kann ich da rein teleportieren? Na. Dann gehen wir halt zu Fuß. Oh, warte. Nein, ich hab's nicht darauf geschafft. Aus der Wiese hinaus. Und zurück zu Brachthof. Ich kann's hier beenden eigentlich. Jo. Peace out.